Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Da mich des Öfteren jetzt schon von euch die Frage zu meinen Grafikeinstellungen erreicht hat, will ich euch in diesem Video einmal meine Einstellungen in Tarkov selbst, aber auch das zeigen, was ich noch so im Hintergrund eingestellt habe. Gleich kurz vorweg, ich sage nicht, dass die Einstellungen, wie ich sie habe, die besten für FPS oder Qualität sind, sondern eher, dass ich mit diesen Einstellungen für mein Setup das Beste rausgeholt habe, wenn ich Wert auf FPS, aber auch einigermaßen gute Grafikqualität lege. Kommen wir vorher einmal zu meinem Setup vom Gaming-Rechner, auf dem mein Tarkov läuft. Dieser bewegt sich eher im mittleren Feld der Leistungsklassen, würde ich sagen, weil es gefühlt auch keinen Sinn macht, mit der Hardware bei Tarkov hinterherkommen zu wollen. Es sei denn, man hat sehr viel Geld übrig, um immer die neueste Hardware an den Start zu bringen. Also macht euch keinen Kopf, auch mit einem mäßigen Budget lässt Tarkov sich gut spielen, ohne dass es scheiße aussieht. Hier habe ich in meinem Rechner als Grafikkarte die GeForce RTX 3070 mit 8 GB VRAM von Gigabyte. Als Prozessor kommt bei mir der Intel i7-12700KF zum Einsatz und als Arbeitsspeicher machen es sich 64 GB G-Skill Trident Z RGB DDR4 mit 3600 MHz Taktung und einer Speicherlatenz von 16 auf meinem Board gemütlich. Tarkov selbst liegt auf meiner 1 TB M.2 SSD der Western Digital Black SN850X. Die Komponenten sollen euch dazu dienen, etwas zu vergleichen. Habt ihr bessere oder schlechtere Hardware, müsst ihr vermutlich ein paar andere Anpassungen machen. Und ihr wisst es selbst, was bei dem einen funktioniert, muss nicht zwangsläufig auch bei dem anderen passen. Gerade weil wir doch alle immer relativ unterschiedliche Hardware haben, aber die ein oder andere Einstellung könnte euch ja vielleicht doch helfen, noch ein bisschen was an Leistung in Tarkov rauszukitzeln. Als kleine Info noch, jedes Tool, was ich in diesem Video erwähne, habe ich euch einmal in der Beschreibung verlinkt. So, nun kommen wir erst einmal zu meinen Basics. In Windows habe ich natürlich einmal den Spielemodus aktiviert. Und weiter unter Windows haben wir oft Dienste, die wir nie brauchen, die aber leider trotzdem mitlaufen. Diese könnt ihr deaktivieren, wenn ihr gerne auch darauf verzichten könnt. Drückt dazu Windows R und gebt Optional Features ein. Entfernt dann die Häkchen bei den Diensten, die ihr nicht braucht. Diese lassen sich aber auch wieder aktivieren, falls ihr die doch mal benötigen solltet. Hier können wir ein paar Ressourcen sparen, indem wir halt einfach Dienste, die wir nicht brauchen, deaktivieren, die so unserem Rechner nicht auch noch zur Last fallen. Jetzt, wo wir das erledigt haben, widmen wir uns einmal kurz der NVIDIA Systemsteuerung. Hier wäre einmal wichtig, dass ihr dort anwendungsbezogene Einstellungen macht, also speziell für Tarkov. Ihr stellt hier Sachen nochmal speziell für das Spiel selbst ein, zum Beispiel wenn es um FXAA oder Aktualisierungsraten geht. Bitte wundert euch nicht, da ich meinen Gaming-Rechner nur für die Spiele hauptsächlich Tarkov nutze, sind bei mir die Werte auf globale Einstellungen nutzen gestellt. Deswegen zeige ich euch hier meine Einstellung zu global und zu Tarkov selbst einmal, damit ihr da schauen könnt, was ihr bei euch verbessern könntet. Bleiben wir auch gleich einmal in der NVIDIA Systemsteuerung und kommen zu dem Reiter Desktop Farbeinstellungen anpassen. Es macht mehr Sinn, eure Farbeinstellung hier anzupassen, gerade was Helligkeit, Kontrast und Farbton angeht. Da euch das hier vergleichsweise weniger Leistung frisst, als wenn ihr die Einstellung in Tarkov bei PostFX Einstellungen macht. Ich habe hier genauso wie in Tarkov kaum etwas verstellt, weil mein Bildschirm mir selbst schon über Voreinstellungen die Werte so ermöglicht hat, dass Tarkov so aussieht, wie ich es haben möchte. Jetzt kommen wir zu einem Tool, das die meisten von euch schon kennen, beziehungsweise wenigstens schon davon gehört haben. Process Lasso. Über dieses Tool habe ich festgelegt, dass Tarkov nur über meine physischen Kerne der CPU läuft und nicht über die virtuellen. Und ich habe tatsächlich noch einen draufgesetzt und die Programme, die nebenher laufen, während ich Tarkov spiele, wie Discord, OBS, Google Chrome, auf die virtuellen Cores verteilt, sodass Tarkov wirklich das Maximum an Ressourcen zur Verfügung hat. Hierzu geht ihr bei den Prozessen, die ihr auf den virtuellen Cores haben wollt, mit einem Rechtsklick auf die CPU-Zugehörigkeit, dann auf Immer und wählt CPU-Zugehörigkeit auswählen. Es geht ein neues Fenster auf und hier wählt ihr jetzt die i-Kerne und bestätigt mit OK. Wollt ihr diese Zuweisung bei mehreren Prozessen anwenden, empfiehlt es sich, die Zuweisung zu speichern und bei den anderen dann auch einfach wieder auszuwählen. Tarkov habe ich verständlicherweise dann auf die physischen Kerne verteilt. Schaut da echt mal ein wenig durch eure Prozesse, ihr werdet schnell merken, dass sehr vieles im Hintergrund mitläuft, das aber keinen wesentlichen Wert hat, sodass es auch einfach besser auf den virtuellen Cores mitlaufen kann. Und da Tarkov natürlich sehr viele Ressourcen von eurer Grafikkarte abverlangt, wäre es vielleicht auch noch eine Überlegung, MSI Afterburner laufen zu lassen. Nicht nur um hier wild zu übertakten, sondern um gerade eure Lüfterkurve an eure Grafikkarte und den Airflow anzupassen. Gerade da viele von uns doch immer noch Leistungseinbußen haben, wenn die Grafikkarte zu warm wird. Hierzu geht ihr in den MSI Afterburner links auf das Zahnrad, geht zum Reiter Lüfter,
aktiviert das Feld mit der benutzerdefinierten Lüfterkontrolle und legt hier eure Lüfterkurve euren Ansprüchen entsprechend fest. Ich zum Beispiel habe hier eine ausgewogene Linie, die ab 50 Grad Temperatur nach oben geht, und sollte die Temperatur der Grafikkarte mal auf 75 Grad steigen, laufen meine Lüfter auf 100%, um so das Maximum an Kühlung zu bringen und Performance-Einbußen durch zu hohe Temperatur zu verhindern. Passt die Lüfterkurve aber auch wirklich eurem Setup an und achtet darauf, bei welcher Temperatur eure Grafikkarte ein wenig in die Knie geht. Überwachen könnt ihr das im Spiel, wenn ihr MSI Afterburner nutzt. Diese zeigen euch in Echtzeit im Spiel an, wie es gerade um eure Hardware steht. Die Werte, die ihr dazu angezeigt bekommen wollt, stellt ihr wieder über das Zahnrad links und auf dem Reiter Überwachung ein. Natürlich ist die Temperatur und Lüfterkurve eurer CPU auch wichtig. Achtet hier darauf, auch bei der CPU die Anpassung zu machen, indem ihr die Lüfterkurve in eurem BIOS oder über andere Tools wie SpeedFan oder Fan Control einstellt. So, und da wir nun das Drumherum soweit angepasst haben, schauen wir jetzt einmal ins Spiel. Hier wandern wir zum ersten Reiter Game. Hier ist nicht viel für uns wichtig, aber los geht's bei dem Auto RAM Cleaner. Da ich selbst 64 GB Arbeitsspeicher habe, habe ich hier den Haken nicht gesetzt. Aber ich denke, jeder, der 32 GB RAM hat, trotzdem ins Struggeln kommt oder halt unter 32 GB RAM hat, sollte diese Option auf jeden Fall auswählen. Bei der nächsten Option, Only Use Physical Cores, habe ich auch keinen Haken gesetzt, weil ich einerseits dem Spiel dahingehend nicht wirklich vertraue und da ich mit dem Tool Process Lasso bereits im Vorfeld alles bestmöglich eingestellt habe. Die Field of View habe ich hier auf 60, weil es für mich persönlich am angenehmsten ist. Und desto höher die Field of View, desto mehr Ressourcen werden von eurem PC abverlangt. Deswegen sage ich mir hier immer, so wenig wie möglich, so viel wie nötig, um trotzdem noch gut die Übersicht zu behalten. Wandern wir weiter zu den Graphics. Hier empfiehlt es sich wie immer, die Auflösung zu wählen, die für euren Monitor gemacht ist. In meinem Fall 1920x1080 Pixel. Für die beste Leistung solltet ihr hier den Screen Mode Fullscreen wählen. Wenn ihr aber oft raustaben müsst, weil ihr vielleicht selber streamt und oft auf den anderen Bildschirm auch während des Raids agieren müsst, dann lieber Borderless, da das Rein- und Raustaben sonst einfach eine Qual wird. Die Texture Quality habe ich hier auf Medium gestellt, auch wenn ich lieber auf High zocke und das im Game einfach schöner aussieht. Aber da ich keine Lust habe, beim Mapwechsel immer die Einstellung zu wechseln, bin ich hier auf Medium gegangen, da das für mich auf allen Maps gleich gut läuft. Shadow Quality habe ich hier auf Low, da es mir nur wichtig ist, gegebenenfalls Schatten von Gegnern zu sehen, aber nicht so wichtig, dass diese auch noch schön sind. Da nehme ich lieber die paar FPS mit, die ich mir dadurch einsparen kann. Object LOD Quality habe ich auf 2,5. Das ist für mich ein guter Allrounder, dass die Gegenstände und Texturen trotzdem angenehm und nicht zu spät erst aufploppen. Overall Visibility habe ich auf 1500. Auch hier wieder ein guter Allrounder für mich, um nicht andauernd umstellen zu müssen, auch wenn ich mal auf Woods oder Lighthouse unterwegs bin. Sicher kann man das hier auch noch auf 1000 runterstellen, gerade wenn man auch eher auf kleineren Maps bzw. Maps mit engeren Winkeln unterwegs ist. Das bringt dann sicherlich auch nochmal ein paar FPS. Macht die Range aber echt davon abhängig, wie euer Spielstil ist. Auf Woods mit seiner Sniper unterwegs zu sein und die Sichtweite auf 400 runterzustellen, macht einfach keinen Sinn. Ich denke, das stimmt ihr mir zu. Auf Factory wiederum wären auch die 400 voll ausreichend. Das Anti-Aliasing habe ich hier auf TAA High, da geht für mich auch kein Weg drumherum, auch wenn es FPS-technisch ein bisschen was frisst, Tarkov soll im Endeffekt trotzdem nicht aussehen wie in Minecraft, deswegen gehe ich hier auf TAA High. Das Resamplen habe ich hier natürlich auf Off. Downsamplen ergibt für mich hier keinen Sinn und Supersamplen auch nicht, da alles auf Kosten eurer FPS passiert. NVIDIA DLSS und AMD FSR, ich muss dazu sagen, so hundertprozentig habe ich mich mit diesen beiden Optionen nicht auseinandergesetzt. NVIDIA DLSS hat sich vom Test her bei mir auf jeden Fall nicht ausgezahlt. Hier kommt es aber auch wieder darauf an, was für Hardware ihr habt. Gerade Rechner mit noch weniger VRAM könnten hier wirklich profitieren. HBAO habe ich auf Colored Ultra, einfach weil ich es so am stimmigsten finde. Sicher könnt ihr hier noch FPS rausholen, indem ihr hier drauf verzichtet oder auf Max Performance geht. Aber das bisschen Leistung, was mir das hier einspart, ist es mir einfach nicht wert, darauf zu verzichten. SSR habe ich auf Low, klar, die Reflexionen im Wasser und so weiter sehen echt gut aus, aber auf Low reicht mir das aus und gerade hier gibt uns das nochmal FPS, wenn wir diesen Wert hier gering einstellen. High Quality Color ist mir wichtig für den Look, frisst auch nicht so viele FPS, weswegen ich diesen hier aktiviert habe, aber bei den Grasshadows sieht es echt anders aus. Hier könnt ihr gut Performance einsparen, wenn ihr diese deaktiviert. Wenn ihr aber streamt oder Aufnahmen von eurem Gameplay macht wie ich, dann kommt ihr nicht drum herum, diesen aktiviert zu lassen, da sonst das Gras in der Aufnahme oder im Stream doll verpixelt wird, weil die Render-Software oder Stream-Software wie OBS Probleme damit hat, wenn diese Grashalme nicht durch diese Schatten besser strukturiert sind. Diese werden ohne den Schatten nicht richtig erkannt und ihr habt dann leider oft einen Pixelbrei in der Aufnahme oder im Stream, was eigentlich das Gras darstellen sollte. So, kommen wir einmal zu unseren Post-FX-Einstellungen. Hier sagte ich ja, macht die Einstellung besser direkt in der NVIDIA Systemsteuerung. Einige Einstellungen habe ich dort aber in Abstimmung auf meinem Stream nicht so hinbekommen, sodass ich hier doch noch etwas verstellen musste. Aber gerade Luma-Sharpen und Adaptive-Sharpen habe ich hier aus, weil auch das für den Stream nur Pixelbrei im Bild hervorruft und weil diese beiden die FPS-hungrigsten beim Rumprobieren waren. Brightness habe ich hier auf 60, da viele Bereiche in Tarkov einfach immer noch viel zu dunkel sind und ich diese so einfach besser erkenne.
Die Saturation auf 30 und Colorfulness auf 40, weil Tarkov so zum einen viel lebendiger aussieht und sich meiner Meinung nach die Konturen von PMCs zur Umgebung deutlicher abzeichnen und es mir so etwas einfacher machen, diese schneller zu erkennen. Color Grading habe ich hier auf Feather gestellt und wenn ich bei Dunkelheit in den Raid gehe, schalte ich hier einfach die Intensität hoch und schon sehe ich nur noch schwarz-weiß, aber gerade bei Nacht deutlich besser. Ich persönlich komme halt einfach auf das Grün der Nachtsichtgeräte einfach überhaupt nicht klar, weswegen ich Nachtraids oft meide und wenn ich dann doch gehen muss, dann lieber mit dieser Einstellung. Ich weiß, dass mit der Performance in Tarkov für das, was man doch eigentlich an guter Hardware hat, ist meist frustrierend und machen wir uns nichts vor. Das liegt meist nicht an unserer Hardware, das liegt am Spiel und in der Verantwortung von Battlestate Games. Ich hoffe inständig, dass die endlich mal an den Punkt der Optimierung gelangen, dass das Spiel nicht mehr Unmengen an Ressourcen verschlingt. Aber bis es soweit ist, müssen wir immer noch das Beste daraus machen, Einstellungen anpassen, ein paar Grafikeinbußen akzeptieren oder wenn es gar nichts nutzt, leider sparen und zur neuesten Hardware greifen. Aber wie sagt man so schön, die Hoffnung stirbt zuletzt. So, nun sind wir für dieses Video aber auch wieder am Ende angekommen und ich hoffe, ich konnte euch eure Fragen beantworten und vielleicht helfen, ein paar mehr FPS in Tarkov rauszukitzeln oder das Gameplay in Tarkov ein wenig schöner zu gestalten. Schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung dazu gerne in die Kommentare, gerade wenn ich vielleicht auch eine Frage vergessen habe, die euch noch auf der Seele brennt. Ansonsten jetzt mal ein Short, freue mich über einen Daumen nach oben, denkt an meine Socials und schaut gerne mal im Stream vorbei. Ich bin's wie immer, euer Gunshot, danke euch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.